So, ihr Lieben, ich wünsche euch ein Happy, Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid alle super ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Rutsch ins neue Jahr gehabt, einen tollen Start ins neue Jahr. Ich hatte ihn ganz entspannt zu Hause mit meiner Wii und habe einfach ein bisschen Animal Crossing gezockt, tatsächlich. Ja, es ist halt tatsächlich ein Suchtspiel und ja. Das habe ich gemacht. Ich bin ganz entspannt ins neue Jahr gestartet. Ich habe ja auch gearbeitet und danach bin ich nach Hause und habe einfach eine Runde Animal Crossing gespielt. Mega cool auf jeden Fall. Tat auch mal ganz gut, ein ganz entspanntes Silvester zu haben. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Happy New Year und ja. Ich habe gerade mal überlegt, ich bin nach Hause gefahren und habe mich halt ein bisschen entleert, dass wir uns einfach mal einen Baseballschläger herstellen. Denn wir wollen ja auch mal vorankommen. Ich habe immer keine Lust auf diesen blöden Knüppel. So, Holz haben wir dabei. Zweimal Leder und zweimal Klebeband brauchen wir. Da müsste ich das haben, ne? Oh, Klebeband haben wir gar nicht so viel, aber könnten wir uns eigentlich auch herstellen. So, dann Baseballschläger. Stufe 3. In 3 Minuten ist er fertig. Was machen wir in den 3 Minuten? Wir werden, sind ja soweit auch eigentlich ganz gut die ganze Zeit zurechtgekommen mit dem Schläger in Stufe 6 und den Knüppel und so. Ich hätte das auch reparieren sollen, ne? Ja, egal. Warum schleppe ich das jetzt auch alles mit? Weiß nicht, weil ich doof bin. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall mal da hinten hin, wo wir hinfahren wollten, weil es ist ja noch früh am Tag und die Nachtquest können wir ja eigentlich auch erst in der Nacht machen. Deswegen, ja, gucken wir mal, was wir noch für ein schönes Gebäude uns aussuchen, was wir schön looten können. Irgendwo hatte ich doch auch markiert hier ein Working Stiff Tool, oder? Ne, Poppin' Pills, da waren wir ja schon drin. Hier, Working Stiff Tool. Ganz Mist, da können wir mal reingehen. Da können wir mal reingehen. Ja, ein Poppin' Pilz waren wir schon drin. Das sollte ich denn vielleicht auch mal von der Karte entfernen. Oh Gott, was ist denn hier alles los? So. Entfernen. So, Working Stiff Tool. Der ist da hinten. Ich weiß nicht, warum ich Kampfmusik habe. Ich kann es euch nicht sagen. Hier ist noch ein Kraken Book. Ich weiß nicht, in welchem Kraken Book wir schon drin waren und welchem nicht, aber da ist das Gebäude. Ach so, da waren wir ja gestern schon. Ich glaube, ich bin einmal im Kreis gefahren. Ach nee, ich war ja einmal zu Hause. Da ist auch Working Stiff Tool. Hier ist der Working Stiff Tool, oder? Noch ein weiter. Hier ist aber auch noch Working Stiff Tool. Waren wir hier schon drin? Ja, was habe ich denn? Ach so, wir wollten gar nicht im Working Stiff Tool. Entschuldigung, wir wollten ja in dieses Gunsmith rein. Oh Mann, hallo? Ich wollte gerade sagen, hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Aber alles gut, alles gut. Nein, ich bin nicht noch betrunken von gestern. Hä? Hallo? Okay, warum haben wir, oh meine Güte. Ja, okay, alles klar. Wo müssen wir denn jetzt, ich bin irgendwie verwirrt. Wir müssen dahin. Wir müssen dahin, ja. Okay, dann müssen wir dahin. Weil wir hier überall Stacheln rein, das kriegen wir nicht hin. So, den Rest laufen wir jetzt. Fahrrad schmeiße ich gleich hier vorne raus. Ja, Shotgun muss sein. Oh. Ja. Kommt euch das Gebäude eigentlich bekannt vor? Da haben wir doch auch mal irgendwie genächtigt. So. Fahrrad schmeiße ich jetzt hier hin. So. Ins Fahrrad packen wir jetzt mal alles, was wir nicht brauchen. Also eigentlich fast alles. Aber das wird ja hier wahrscheinlich gesteckt werden. So, Nägel und all. Oh mein Gott. Ja, hallo, ich bin doch noch gar nicht angekommen, du Idiotin. Meine Güte. So. Dann wollen wir doch mal schön hier
Luki Luki machen. Was es hier so Schönes gibt. So, Knüppel in die Hand. Ich hoffe auch, hier ist der Eingang. Moin. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwie schöne Sachen. Das ist aber auch ein Riesen. Was kommst du denn da an? Ja, dich lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Da läuft einfach ein Hühnchen. Das ist aber auch ein Riesengebäude, ne? Ich glaube, ich mache mir jetzt schon in die Hose. Lul. Das ist voll groß. Oh, was sehen meine schönen Glubschi-Augen da? Und hier ist bestimmt auch ein Zombie drin. Und ein Bär. Gab es nicht sowas auch mit einem Bären mal hinten dran? Hinten drin? Kann auch sein, dass ich mich täusche. Nee, aber irgendwie da meckert doch schon einer. Vielleicht kommt er auch hinter mir. Ja. Kriegen wir die? Nee, ne? Okay. Was sehen meine Glubschis denn dahinter? Ein Zombie. Und hat er es nicht mitbekommen, dass ich hier alles wegklopfe. Okay. Natürlich. Natürlich, kleiner Mann. So. Oh, was ist das? Ein Jagdgewehr? Selbstgebautes Gewehr, Stufe 6. Ja, was braucht der denn für Muni? 7, 6, 2. Aber der hat auch nur einen Schuss immer, ne? Das sind ja jetzt hier so alles dann die. Oh, ich kann mich ja auch immer so richtig gut entscheiden. Das ist ja immer so richtig gut bei mir. So, hier gibt es nichts mehr. Das können wir doch mal gleich ausprobieren. Was hat immer so. Ich mag diese Einschusswaffen nicht. Wisst ihr, was ich meine? Diese, die so. Wir brauchen ja auch noch 100 Jahre zum Nachladen. Ja, sie machen schon Damage. Ist auch alles gut, aber. Ja. Hallo? Oh, hallo. So. Ja, aber das ist alles noch nicht so das ganz Wahre irgendwie. Ich mag lieber so ben 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 ben. Wenn die so ben 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 schießen. Ja, dann lasst uns mal hier Logi Logi machen. Dürto. Hallo. Ich möchte euch gerne ausrauben. Einmal hier überall Tür auf. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nur noch nicht. Weiß ich nur noch nicht. Aber. Na komm. Na komm. Da kommt Krümel. Hallo Krümel. So. Keiner mehr da. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist auch verschlossen. Die Tür ist auf. Da müssen wir, glaube ich, auch weiter. Vielleicht müssen wir auch hier weiter. Okay, erstmal. Gucken, dass uns kein Zombie noch überrascht. Hier ist alles leer. Hier ist auch alles leer. So, dann fangen wir hier vorne an. So, gehen wir mal hier rein. Moin. So. Hallo. Seid ihr Spider-Man und hängt an der Decke? Wo willst du denn hin? Komm her. Komm her. Ui, was für ein Stunt hast du denn gemacht? Stuntman. Müll. Schreibtisch. Napp. Schreibtisch. In Schreibtischen kann manchmal auch coole Sachen drinne sein. So. So. Im Müll natürlich auch. Müll kann auch manchmal nur Kacke drin sein. Eine Wrench ist auch schon mal gut. Ich glaube. War ich das jetzt oder ist hier irgendwo ein Zombie eingebrochen? Ne, es hörte sich an, als ob ich das war. Die Zombie-Mombies wären schon längst mit unterwegs zu mir. Ja. So. Okay, da geht's doch nicht weiter. Gibt's hier was? Da. Ui, Muni. Noch ein 6er Jagdgewehr oder ein selbstgebautes Gewehr. So, hier noch was. Hier aber, ne?
gibt's hier? Was gibt's hier schön? So, was haben wir denn jetzt hier Schönes gefunden? Die tun sich wahrscheinlich beide ungefähr gar nichts, ne? Aber der ist haltbarer. Können gescrappt werden. Das Rappen, Scrappen. 66, dann kann eins gescrappt werden. Das kann hier bleiben. Ja, wir looten erstmal weiter. Hier sind Klamotten, die können wir nicht looten. Da waren wir, da sind wir reingegangen. So. Viele Sachen auch so, mit denen ich eigentlich tatsächlich so einfach gar nicht spiele. Wie mit diesen Fäusten da, mit diesen Lederband. Weiß nicht, wie heißen die denn hier? Lederriemen? Handwickel. Okay, der ist besser. Verändern. Raus damit. So. Abschließen. Der ist besser. Stufe 6 alles. Das ist sehr nice. Sehr cool. So. Anziehen. Skreppen. Skreppen. Skreppen, skreppen. Wegwerfen. Wegwerfen. Wegwerfen, wegwerfen. Wegwerfen, scrappen, scrappen. So, das werden wir hier alles verkaufen. Kann ich das eigentlich reparieren? Nein, was brauchen wir dafür? Ja. Okay. Reparieren. Reparieren. Leder haben wir nicht. Okay. Ja, könnte ich jetzt einsammeln, habe ich aber gerade keine Lust zu. So. So. Ich weiß, wenn ich die Lederstühle einsammle. Ja, komm. Ah, ja, okay, das war ein bisschen doof von mir, tatsächlich. Aber, naja. Was soll's. So. Ja, und wir haben tatsächlich, machen wir hier die Tür zu, in der letzten Folge vergessen, die Fähigkeitspunkte auszugeben. Aber ich weiß auch tatsächlich nicht, wo ich die. Wir haben schon fünf, wo ich die halt reinmachen soll. Der glückliche Sammler wäre halt cool. Ein bisschen mehr vielleicht bekommen, aber das müssten wir dann halt auf Stufe 2. Okay, das geht ja noch. So, dann machen wir hier glücklicher Sammler. Packesel wäre eigentlich auch cool, dass wir ein bisschen mehr tragen könnten. Schädelbrecher. Was war Schädelbrecher hier jetzt nochmal? Hallo? Ja, da war ich mir ja nicht so ganz sicher, ob das Dings wäre, ne? Ob das nur mit den, ob das nur mit den Vorschlaghämmern zählt. Es ist ja auch nur, wenn ich mit Schlagring und mit meinen Fäusten zuschlage. Was ist denn das hier? Einer Schneide 20% mehr Ressourcen. Das hört sich auch gut an, ne? Wenn ich jetzt Bäume fäll oder so. Ja, das. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Warum habe ich das denn hier noch nicht gemacht? Oh Mann, ey. Oh, ich komm auch echt nicht voran, ne? Weil ich immer nicht weiß, was ich skillen soll. Arzt, ja, Mechaniker. Müsste ja auch hier mal hinkommen, irgendwie. Dass wir mal ein Minimotorrad bauen können und so. Oh Mann, ey. Oh ja, mit mir kommt man nicht so schnell. Oh, wir können die Kasse plündern. Mit mir kommt man nicht so schnell voran irgendwie. So, was gibt's hier Schönes zu trinken? Da ist nichts. Der ist kaputt. So, hier noch ein paar Regale. Nope. Ein Waschbecken. Okay. Oh, ich glaube, jetzt geht's wieder los, ne? Ist nicht hier so das, wo halt so mega viele Zombies gleich dahinter sind? Ja, ne? No, ich will nicht. Ich will nicht. Kommen doch hier gleich alle angewackelt, ne? Aber wir haben ja eine Waffe. Die könnte ich auch mal gut benutzen.
nutzen. Boom. Oh lol, habt ihr das gesehen? Ich habe ihn einfach den Kopf abgeschossen. Ha. Ich habe ihn einfach seinen Kopf abgeschossen. Wo ist sein Kopf? Schade. Richtig witzig. Oh nein, ich muss nachladen. Oh Kacke. Aber die macht schon ordentlich Damage hier, die kleine Bumsbacke hier. Waren wir hier schon? Nee, ne? Achso, hier liegt auch nur ein Rucksack, okay. Wo denn? Wo denn? Da. Hä, da war noch gerade keine drin. Ich habe doch extra reingeguckt. Habt ihr doch gesehen. Lol. Voll so Spätspawner. Waren bestimmt hier drin. Sie bestimmt da drin verkrümelt. Jupp, da kommen wir nicht hoch. Ich bin schon wieder überladen. Warum bin ich denn immer überladen? Gezähmte Klinge. Kann die hier noch mit rein? Habe ich schon eine drin. Hier? Da passt nur eine Sache rein. Okay, hier passt wahrscheinlich auch noch eine Sache rein. Hier passt auch noch eine Sache rein. Ja, pff. Oh, passt nicht. Okay. Jo. Dann halt erstmal nicht. So, dann gehen wir mal den offiziellen Weg weiter. So. Na, hopp. So, was gibt's hier? Das können wir wahrscheinlich nicht looten. Kleine Mombis. Kleine Mombis. Oh, er kann balancieren, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Das ist ja süß. Und von hinten ist scheiße. Oh, natürlich fall ich hier runter. Keine Geier hier oben. Das freut mich und wundert mich auch ein bisschen. Aber ist mir egal. Oh, ich habe keine Ausdauer, ne? Mann. Das wollte ich wegwerfen. Nicht. Habe ich jetzt wieder alles eingesammelt? Ah. Okay, egal. So. Knochen, trübes Wasser. Habe ich Durst? Nee, Hunger? Nö. Skrippen, 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 skrippen. So. Dann gucken wir mal. Oh, hier ist auch nichts, ne? Nö. Okay. Dann müssen wir bestimmt hier auf das Dach oder hier runter. Nö. Okay. Bestimmt hier hin. Und hier bestimmt einkrachen. Ich komme hier nicht runter. Doch jetzt. Oh oh. Bum 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 bum. Damit habt ihr hier nicht gerechnet, ne? Hier ist wieder eine große Munitionsvorratsdingsbums. Achso, das sah aus wie eine Leiter. Oh, scheiße, ey. Kacke. Na, das fängt ja gut an. Ich dachte, das war eine Leiter. Ja, gut. Scrappen, scrappen. Was ist das hier? Schockstabteile, die sind mir Wurst. Ja, das sind alles Sachen. Glas. Die wir noch gebrauchen können und ja, ein Scope. Wo könnten wir den rauf machen? Können wir den hier rauf machen? Ja. Gut, da passt aber nur eine Sache rauf. Ha, lol. Hier? Bringt wahrscheinlich so auch gar nichts, oder? Oh, geht so.
Ich glaube, wir sind beim Hauptloot. Hier ist nämlich eine Kiste, die ist verschlossen. Was ein Wunder, dass hier die Kisten alle verschlossen sind mal bei uns. So. So. Hier noch irgendwo eine Kiste. Die hatten wir, nur die hier. Und dann machen wir gleich nochmal die große Kiste auf. Noch ein Knüppel, Stufe 6, 20. 20. Scrappen, scrappen. Raus damit. Machetenteile mache ich eigentlich auch nicht, ne? Bogen- und Ambossteile sowieso nicht. So. Ein paar Dietriche haben wir ja noch. Nicht viele, aber ein paar. Hoffentlich klappt das. Wie viele haben wir? 5 haben wir noch, okay. Dietriche findet man tatsächlich irgendwie sehr selten, ne? Unser Knüppel müsste eigentlich auch zu Hause fertig sein, unser Baseballschläger. Dann werde ich gleich nach Hause fahren. Oh, hier geht's noch weiter. Oh. Ich werde mich entleeren, werde ganz viel Muni einpacken und werde versuchen, zu der Quest zu fahren. Zu der Nachtquest. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge bei der Nachtquest sehen. Okay, hier ist der Hauptloot. Okay, die Folge ist dann doch noch nicht zu Ende. Ich dachte, wir waren hier schon fertig. Deswegen, ja. Ja. Ui. Selbstgebautes Maschinengewehr. Das ist ja die AK hier, ne? Die macht 43 und der 45. Okay, warte mal. Verändern. So. Verändern. Was macht die jetzt? 48. Okay, die macht mehr als die AK. Aber das wäre ja alles... Das werde ich hier alles noch verkaufen. Und da werden wir zum Händler nochmal hinfahren. So. Könntest du bitte aufhören, hier gegenzuschlagen? Ich möchte hier in Ruhe den Hauptloot looten. So, drück die Daumen, dass das jetzt funktioniert. Weil einen Fähigkeitspunkt haben wir nicht mehr. Den hätten wir sonst in Schlösserknacken nochmal machen können. Ja, ich weiß, ich skill irgendwie so unnütze Sachen. Aber manchmal sind das für mich in dem Moment halt so die nützlicheren Sachen. So wie Schlösserknacken und so. Dann denke ich immer nicht so ans Heilen und ans... Nein, ich habe keine... Nein, das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott. Der hat 5000, ne? Ja, komm, machen wir nochmal schnell zusammen. Eigentlich mache ich das ja nicht, aber... Ja, komm. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe doch noch irgendwo Kaffee, oder? Habe ich nicht noch Kaffee gehabt? Nein? Ach, das war in der letzten Folge. Ha. Oh. Egal, aber was trinken muss ich ja trotzdem. So, ich habe auch keine panzerbrechende Muni, dass wir das aufschießen können. Ihr wisst, eigentlich cutte ich das ja immer, aber das geht da halt noch weiter. Ich wollte jetzt nicht... Wollte jetzt eigentlich nicht cutten. Oh, muss ich gerade nicht so viel los zu, um ehrlich zu sein. Nein, alles gut. Aber das geht ja auch theoretisch schnell. Wenn man Ausdauer hat, heißt das. Natürlich. Sonst nicht. Ja, ich werde dann noch zum Händler vorher fahren, die Sachen verkaufen und werde mich dann auf dem Weg zu der Nachtquest begeben. Ich mache mir jetzt schon wieder in die Hose, ne? Wenn die so wird wie letztes Mal, ja, dann mal herzlichen Glückwunsch. Das kann ja wieder was werden. Also ich werde auf jeden Fall die ganze Muni mitnehmen. Man wird auch irgendwie Muni finden, aber das war zu crazy einfach. Das war echt krass. Aber guck mal, wir haben es auch gleich geschafft. So lange hat es nicht gedauert. Komm schon, jetzt die letzten. Los. So, er ist auf. Und bestimmt nur Scheiße drin. Oh, was ist das? Finde mehr Blei. Okay. Was ist das? 25% mehr Schaden an allen Tieren. Oh. Würde ich ja gerne da reinmachen, aber funktioniert nicht. Jupp. Was sind das? Stahlknüppelteile. Okay, einen Stahlknüppel können wir, glaube ich, noch nicht herstellen.
Super. Ja, dann nehmen wir unseren Dingsknüppel mit, unseren hier Baseballschlägerknüppel mit von zu Hause und da müssten wir eigentlich gut vorbereitet sein. So, gibt's hier noch was? Das ist ja auch. Man denkt immer, man kann eigentlich schon gar nichts anderes mehr finden, ne? Und dann findet man doch noch wieder was. Die motzen nämlich mal gerne alle mit. 20, die machen alle nur 20, ne? Ja, aus denen können wir scrappen. Ja, leck mich. Das sind Sachen, das ist jetzt eigentlich Wurst. Habe ich schon wieder einen Schlüssel übersehen? Oh, das gibt's nicht, ne? Oh, habt ihr irgendwo hier den Schlüssel gesehen? Ich denke da auch immer nicht dran, ne, tatsächlich. Ist das auch... Oh, das ist auch Eisen, natürlich. Oh Gott. Ja, also ihr Lieben, ihr wisst, was wir... Was? Ihr wisst, was wir machen in der nächsten Folge. Und ihr wisst, wo wir uns wiedersehen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, dass alle eure Ziele, Wünsche, Träume in Erfüllung gehen. Alles, was ihr euch vorgenommen habt. Und wir sehen uns dann vielleicht, wenn ich das noch rechtzeitig schaffe, alles bei der Stromzufuhr. Sonst müssen wir das nochmal einen Tag verschieben. Also ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Adios.